Hi und willkommen zum Opening vom Force of Will Neu Valhalla Starterdeck Wind. Ja, ich habe mir doch noch tatsächlich welche davon geholt. Das wäre jetzt das dritte Opening auf diesem Kanal. Ich verlinke euch auf jeden Fall die anderen beiden noch, falls ihr die nämlich verpasst habt. Das waren Finsternis und Feuer. Aber heute soll es um Wind gehen, also das grüne Deck. Und ich muss sagen, ich finde die super süß. ja. Es ist zwar schon etwas älter, aber ich dachte mir, hey, es gibt so wenige Openings auf Deutsch, deswegen mache ich das jetzt noch. Ich zeige euch mal noch kurz die Deckliste, falls das jemand screenshotten möchte und selber bauen möchte. Und dann packen wir das Ganze auch schon aus. Ich freue mich sehr drauf. Nochmal die grobe Spielerklärung. Und was ist das? Ich glaube, eine Spielunterlage, oder? Nee. Was ist das? Was ist das? Zum Deck bauen. Okay, gut. Sehr praktisch. Und dann natürlich die Karten. Übrigens sind das keine zwei Decks, wobei doch, es ist ein variables Deck. Also es ist ein Grunddeck. Das kann man dann noch anpassen, je nachdem, welchen der Herrscher man gerne spielen möchte. Ich bin gar nicht sicher, ob man die einzeln auch gegeneinander spielen kann. Das wäre vielleicht jetzt auch eine gute Frage. Müssen wir, glaube ich, mal ausprobieren. Tatsächlich. Ich habe das hier jetzt mal aufgeklappt. Force of Will Deckbauhinweise. Hier. Erlerne die Spielregeln mit zwei Schnellstarter-Decks. Danach kannst du beide kombinieren und bist bereit für den Kampf. Man kann sie tatsächlich gegeneinander spielen. Das ist ja cool. Okay, dann machen wir das doch direkt mal. Also, mein Freund und ich. Nachher. Sehr nice. Hoppala, jetzt ist es runtergefallen. Ich denke, ich fange diesmal tatsächlich mit der Herrscherin an. Wir hätten hier nämlich Chamimi, würde ich sie jetzt nennen. Sehr süß mit einer kleinen Fee, der sie einen Apfel gibt. Beziehungsweise es sind sogar zwei Feen. Sehr goldig auf jeden Fall. Herrscher macht 10, Urteil kostet 6 und Energieschub hat es natürlich auch. Und als Vollstreckerin sieht die gar nicht mehr so süß aus. Diese Karte schimmert übrigens, falls man sieht. Ich hoffe. Ja. Chamimi, Wächterin des Heiligen Bogens. Immer noch Herrscher macht 10 und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten plus 400, plus 400. Und dann geht's ab. Genau. Und jetzt schauen wir uns eben jene Resonatoren als erstes mal an. Wir haben hier die Riesenkröte. Sieht äußerst witzig aus tatsächlich. Kostet einen Willen. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, ein Resonator deiner Wahl erhält minus 400 0 bis zum Ende des Spielzugs. Okay. Ah, einer meiner Wahl, also auch der Gegner. Ach so, okay, ich verstehe. Ist viermal drin. Dann haben wir das Zwergflusspferd. Super niedlich. Das sind sogar noch mehrere. Und da oben fliegt noch ein Fisch. Ich finde das so goldig. Ankunft. Zeige eine Bestie-Karte aus deiner Hand vor und bezahle 2. Falls du das nicht machst, verbanne diese Karte. Wenn diese Karte auf das Spielfeld gelegt wird, wende den Effekt an. Okay. Man ist also gezwungen. Ist viermal drin. Ebenfalls für einen Willen haben wir die Fee von den verlorenen Inseln, was ein super, super schönes Bild ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Fee, die man hier sieht. Zumindest könnte es sie sein. Flugfähigkeit. Und verbanne diese Karte, ziehe eine Karte. Auch sehr praktisch. Ist viermal drin. Dann haben wir für zwei Willen Mu Held mit Großschild. Der kann gar nichts, sieht aber sehr cool aus mit seinen Hörnchen. Mag ich. Der ist auch viermal drin. Dann haben wir Jiraiya, Krötenbeschwörer. Ah, okay. Kostet 3 Willen und hat eine Kette mit einer Axt dabei. Oh, der sieht schon ein bisschen heftig aus. Katzenninja, Ankunft. Durchsuche dein Deck nach einer Riesenkröte-Karte und lege sie auf das Spielfeld. Anschließend mische dein Deck. Wenn diese Karte auf das Spielfeld gelegt wird, wende den Effekt an. Immer wenn du eine Rune ausspielst, Riesenkröte-Karten, die du kontrollierst, erhalten plus 400, plus 400 bis zum Ende des Spielzugs. Okay. Aber das sieht halt echt süß aus, dieses Kätzchen.
Wobei, es hat grün gefärbte Haare. Das würde richtig cool aussehen, wenn das jetzt eine schimmernde Karte wäre, richtig? Nun ja, ist ein Playset mit 4 Karten. Dann für 4 wählen Riesenhammer, Kriegerin. Und der Hammer ist halt einfach doppelt so groß wie sie. Lol. Okay. Ankunft. Ein Resonator deiner Wahl erhält plus 800, plus 800. Wow. Bis zum Ende des Spielzugs. Das ist krass. Okay. Okay. Der große Hammer ist da, glaube ich, sehr gut. So. Und dann haben wir noch diese sexy Katze mit 2 verschiedenen Augenfarben. Seht ihr das? Das seht ihr. Ich finde das richtig cool. Chiyome, bezaubernde Kunoichi. Oh Gott, ich kann es nicht. Kunoichi, glaube ich, oder? Das sind auf jeden Fall weibliche Ninja, soweit ich weiß. Genau. Am Ende des Spielzugs lege eine 100-100 Windkatze-Resonator-Spielmarke auf das Spielfeld. Tappen. Eine andere Katze-Karte deiner Wahl erhält plus 400 bis zum Ende des Spielzugs. Auch echt nicht schlecht. Also ich glaube, dieses grüne Deck geht ganz schön ab. Bin ich schon gespannt, mal auszuprobieren. Und dann haben wir hier noch die Runen bzw. die Herrschermacht. Einmal für 2 Willen Meditation im Wald. Auch eine sehr, 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 sehr schöne Karte, wie ich finde. Ah ja, genau, doch, die heißen Runen. Wähle bis zu 2 Effekte. Nimm einen Resonator deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand oder lege 2 Zaubersteine deiner Wahl aus deinem Friedhof auf das Spielfeld oder ziehe eine Karte. Das ist ganz schön viel in einer Karte. Dann haben wir den Elefantenansturm. Mii! Okay. Meisterrune ist das. Du kannst diese Karte nur ausspielen, falls dein Herrscher oder Vollstrecker Chamimi oder Chamimi Wächterin des Heiligen Bogens ist. Ja gut, logisch. Lege 3 1000 Windelefant-Resonator-Spielmarken auf das Spielfeld. Oha! Spieler können an diese Karte nicht anketten. Eieieiei, okay, das geht echt ab. Und dann haben wir noch einen Schnellzauber. Dämonenwind Shuriken. Diese Karte fügt einem Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl 400 Schaden zu. Er kann bis zum Ende des Spielzugs weder angreifen noch blocken. Auch nicht schlecht. Und ich finde diesen Effekt hier sehr, sehr nice. Also, dass die Shuriken einfach unscharf sind, weil sie sich ja bewegen und schneller sind und wir den Fokus auf dieser Katze haben. Sehr geil gezeichnet auf jeden Fall. Was sind das eigentlich für Dämonen im Hintergrund? Die sind creepy. Na gut. Sehr schöne Karte. Was mir aber auffällt, in dem Teil waren jetzt überhaupt keine Zaubersteine drin. Na gut, jetzt packe ich erstmal das hier noch aus. Mal gucken, vielleicht sind die Zaubersteine ja da drin. Okay, I see. Das ist dann doch eher ein Deck. Das heißt, ich hätte es lieber anders vorstellen sollen. Verdammt. Aber dann weiß ich es für die nächsten nochmal, weil die alten waren so lange her. Das habe ich ja vor Jahren gemacht. Es geht auf jeden Fall weiter mit einem Rußwichtel. Die sehen irgendwie auch sehr putzig aus. Die kosten 1 Willen. Ist ein Yokai. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, schau dir die obersten 4 Karten deines Decks an. Du kannst eine Ninja-Karte davon vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege die restlichen Karten in zufälliger Reihenfolge unter dein Deck. Der ist 4-mal drin. Yokai mit 100 Augen kostet 2 Willen. Und bei der Ankunft. Ein Resonator deiner Wahl kann bis zum Ende des Spielzugs nicht blocken. Wenn diese Karte auf das Spielfeld gelegt wird, wende den Effekt an. Also ist ein Sofort-Effekt. Ist 4-mal drin. Dann haben wir hier nämlich die Elefanten. Und zwar Elefant aus dem Heiligtum. Da sehen wir auch noch den einen hier an der Seite, ne, mit dem Schild. Kostet 3 Willen. Ankunft. Verbanne einen Zauberstein. Wenn diese Karte auf das Spielfeld gelegt wird, wende den Effekt an. Der ist 4-mal drin. Und dann haben wir hier, kurzer Spoiler, den Hanzo. Super süße Karte. Ich kann nicht mehr. Ich wünsche, die wird auch glänzen. Ist auf jeden Fall der Herrscher. Katze Ninja. Herrscher macht 10. Urteil kostet 4. Und wir haben einen Energieschub. Wenn das Urteil gesprochen ist, jetzt habe ich schon wieder gespoilert, verdammt, haben wir Hanzo, Clanchef der Kuga. Da hinten sind noch ein paar Ninja-Katzen. Vollstrecker, Katze Ninja, Herrscher macht 10 und bei der Ankunft. Verdecke eine aufgedeckte Rune in deiner Runenzone.
Wenn diese Karte auf das Spielfeld gelegt wird, wende den Effekt an. Okay, und diese Seite schimmert tatsächlich auch. Und eine Karte, die so gar nicht reinpasst, die aber tatsächlich auch schon in den anderen Decks drin war, ist Osiris, Herr des Jenseits. Keine Ahnung, was dieses Vieh hier drin soll. Resonator Gottling. Ankunft. Diese Karte erhält Schnelligkeit, falls dein Gegner keine Karte abwirft. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst zwei Karten abwerfen. Falls du das machst, lege diese Karte unter der Kontrolle des Besitzers auf das Spielfeld. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Vieh spielen soll, also lassen wir das. Dann kommen nochmal Runen. Und zwar für 0. Schriftrolle der Versiegelung. Meisterrune. Du kannst diese Karte nur ausspielen, falls dein Herrscher oder Vollstrecker Hanzo oder Hanzo Clanchef der Koga ist. Yes. Dann haben wir für einen Willen Wirbelwindtechnik. Das sind übrigens Schnellzauber, wie man hier oben hier sieht. Ein Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl erhält Barriere bis zum Ende des Spielzugs. Dann Schnellfeuer Mi für eine Rune. Diese Karte fügt jedem Resonator, den dein Gegner kontrolliert, 400 Schaden zu. Und die Karte sieht einfach fantastisch aus. Dann für einen Willen mitten zwischen die Augen. Mi. erschöpfe einen erholten Herrscher oder Vollstrecker, den du kontrollierst. Falls du das machst, zerstöre einen Resonator deiner Wahl. Schattenschritt. Die Karte sieht auch richtig schön aus. Saust hier quasi über das Dach. Sehr nice. Kostet 2 Willen. Eine Ninja-Karte deiner Wahl und bis zu ein zweiter Resonator deiner Wahl erhalten Schnelligkeit bis zum Ende des Spielzugs. Und flussabwärts treiben mit diesen süßen Nilpferden. Oh, ich kann nicht mehr, ne? Also das ist definitiv das süßeste Deck, definitiv von Neuvalhalla. Kostet 4 Runen, ist ein Schnellzauber. Schau dir die obersten 4 Karten deines Decks an. Zeige bis zu 2 Windkarten davon vor und nimm sie auf deine Hand. Lege die restlichen Karten in zufälliger Reihenfolge unter dein Deck. Und die allerletzte Karte für 4 Willen, spurlos verschwunden. Sehr schön bunt. Ist das ein fliegender Drache? Was ist das? Egal. Ist wieder ein Schnellzauber. Entferne einen Resonator deiner Wahl aus dem Spiel. Ist einfach weg. Sehr schön. Und ganz zum Schluss, ihr wisst es, kommen natürlich noch die Zaubersteine, weil ohne die kann man ja nicht spielen. Wir haben hier den Windzauberstein, einen ganz normalen, der sieht aber richtig hübsch aus mit dem Regenbogen. Der ist in normal 1, 2, 3, 4 mal drin. Dann haben wir ihn aber auch noch in Holo. Sehr, sehr schön. 2, 4, 6, 8 mal. Also wir haben insgesamt 10 Stück. Also damit kann man ordentlich was anfangen. Genau. Ich habe die hier übrigens auch direkt wieder eingetütet, so wie es sein muss. Ja, das war es schon mit diesem Deck. Ich hoffe, euch konnte dieses Video weiterhelfen. Schreibt mir sehr, sehr gerne etwas in die Kommentare. Denn ihr wisst, ich unterhalte mich sehr gerne mit euch. Allerdings, da ein paar komische Leute da waren, natürlich Hater-Sachen werde ich löschen. Das ist mir natürlich auch zu doof, also das könnt ihr euch sparen. Ich verstehe immer nicht, wie man überhaupt die Zeit seines Lebens damit verschwenden kann, Leuten so einen Quatsch zu schreiben. Na, egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch jetzt hier noch die Playlist mit den anderen Force of Will Openings und das letzte Force of Will Opening. Und schaut auch gerne in die Infobox, da sind noch meine anderen Kanäle und mein Twitch und alles andere, was ihr so gebrauchen könnt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao!